Willkommen zurück zu den neuesten Leveln vom 7MMC und das hier ist eine ganz besondere Erfahrung, glaube ich. FIFA Ants oder FIFANS, also irgendwas mit Ameisen und Fußball. Das Dumme ist nur, die spielen das zwar gerne, die Ameisen, aber sie kennen die Regeln nicht. Und sie haben ihr Fußballfeld genau auf dem Einkaufsweg von Toilette aufgebaut. Oder da, wo sie Picknick machen wollte. Hui! Was stellt denn das da oben da? Erkennt man es, wenn man es umschaltet? Das sind die Ameisen. Das ist so cool. Ich hatte keine Ahnung, dass die Stachelbälle zwischen den Ameisen hin und her bouncen können. Aber mit genug Kreativität lassen sich dadurch verrückte Sachen machen. Ach, guck mal. Da will ich sogar durch. Fliegende Ameisen. Moment, gibt's wirklich, ne? Damit habe ich nicht gerechnet. Ich meine, warum nicht? Keine Ahnung. Ich meine, wow, ey. Wie geil das einfach ist. Passiert hier noch was Interessantes? Die drehen wieder um. Gibt keinen Eckball. Checkpoint. Und hier haben wir die mystische Engelsameise. So sieht sie aus. Der Ameisengott dieser Welt. Diese Röhre sieht irgendwie verdächtig aus, als ob da was rauskommen könnte. Hilfe. No! Man darf nicht einfach blind da hoch. Ach, das ist mein Job. Und damit es keine Rolle spielt, ob man oben oder. Es spielt doch eine Rolle. Ich muss den Schalter zweimal umstellen. Sieh mal einer an. Er hat dran gedacht. Bingo! Wow! Echt jetzt? Ich weiß gar nicht, ne? Ich würde das Level viel lieber auf eine Art und Weise in mich aufsaugen, wo ich überhaupt kapiere, was abgeht, aber ich bin einfach nur mind blown. Es gibt keinen anderen Ausdruck. Das ist so cool. Das sind manche Level hier, muss ich wirklich noch ein zweites Mal spielen, weil, wie gesagt, ich krieg gar nicht alles mit. Mal zwei. Schalter. Da oben sind sie. Soll ich den weiter? Ah, da kommt schon der nächste. Und wie? Ich glaube, man hätte an der Stelle nicht schneller sterben können, als ich das jetzt hier gerade hingekriegt habe. Übrigens, im echten Leben kann ich keinen Fußball spielen. Ich habe zwei linke Füße. Wirklich. Ich meine, ich treffe den Ball und so, ja, aber das war's auch schon. Okay, einmal. Wenn Fußball in Wirklichkeit so aussehen würde, hätte ich vielleicht auch mehr Verständnis. Möp. Okay. No, die Flamme. Die habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Da sind sogar noch mehr. Bleiben die Stacheln da? Ja, bin ich hier in der Mitte einigermaßen sicher. Und muss nur vor Bowser fliehen. Was sich allerdings auch nicht gerade als einfach herausstellt. Moment, wie habe ich das überlebt? Jetzt muss ich nur noch darüber. Yes, Baby. Und hier? Aber mit Panzern funktioniert es auch. Ich habe gerade das ultimative, krasseste Kaizo-Level vor mir, das überhaupt existieren kann. Aha. Was machen wir denn hier noch? Eine Feu Die Feuerblume, das ist doch schon ewig her, seit ich die eingesammelt habe, oder? Die hätte ich jetzt bis hierhin mitbringen müssen, damit ich das ultimative Secret kriege. Bounce. Was genau hatte ich jetzt davon? Muss auf jeden Fall noch mehr machen. Ich glaube, ich habe es verkackt. Nochmal. Das muss auf der anderen Seite hin. Und ich kann das steuern, indem ich die Ameise nach oben und unten. Jetzt habe ich es endlich gesehen. Muss ich zweimal durch die Tür? Nein. Mach's trotzdem. Okay. Die Frage ist nur, wie kriege ich das da vorbei, ne? Das ist ein bisschen Glück. Yep. Holy moly. Das
ist ein harter Konkurrent für das Geisterlevel vom letzten Mal. Okay. Das wird nicht einfach, die hier durchzubringen. Okay. Hoffen wir mal, dass wir es irgendwie hinkriegen. Oh, come on! Jesus, das ist so hart! Wenn das Level wenigstens nicht so lang wäre, aber das ist es. Ja. Bloß nicht. So. Boah, geschafft. Jetzt will ich aber auch die ultimative Belohnung dafür, du. Wenn das nicht der fetteste Ballon ever ist, dann weiß ich auch nicht. Da ist das vielleicht gar nicht für den Ballons, wäre traurig. Ich krieg zumindest Münzen. Das ist auch etwas. Kann man hier noch irgendwo einen Schlüssel herkriegen? Irgendwie war es das jetzt gar nicht, was ich wollte. Halt, stopp. Als ob. Da braucht man ja wirklich mega das Lack. Wo kriege ich den Ballon her? Naja, schreibt es mir in die Kommentare. Ich habe nämlich überhaupt keinen Plan. Auf jeden Fall Monster-Level. Echt. Apropos Secret. Letzte Woche habe ich diese Münze hier nicht gefunden. Das ist auch die, die man von unten sieht. Und ich weiß auch nicht. Man muss einfach nur diesen Block da aktivieren, dann kommt die Stachelkugel raus. Mehr ist dahinter nicht. Moment mal, wie habe ich das jetzt gemacht? Ist hier irgendwas... Bin ich bekloppt? Ah, hier! So. Ich finde das Level immer noch borderline verwirrend. Jetzt komme ich hier rein. In die Schlüsseltür und dann hoffe ich mal, dass wenigstens das ein Ballon ist. Ein winziger Ballon. Das ist niedlich. Naja, zumindest in der Größe von Toadette, oder? So auf maßstabsgetreu. Okay. Sehr schön. Hätten wir das noch nachgeholt. Das war mal ein richtig guter Start in diese Woche. The Jumpman ist das nächste. Mario muss beweisen, dass er der wahre Jumpman ist. Von Mr. Sparky. Was ist es denn? Toadette natürlich. Nein, das meine ich aber nicht. Super Mario Bros. 3. Jetzt eher mit 1 gerechnet. Ach, das ist das Level. In der Vorschau sieht man ja immer so einen kurzen Ausschnitt. Und hier ist man wunderschön eingeschränkt. Das heißt, wenn man seine Sprünge nicht perfekt timet, dann kann man es nicht mehr ausgleichen. Und landet irgendwo, wo es weh tut. Oh, clever. Oh. Ich bin dem Zerquetschungstod entkommen, ohne zu wissen, was ich eigentlich mache. Aha. Solche Level habe ich schon gesehen in der Vergangenheit, aber das hier ist wirklich außerordentlich gut. Joink! Umgesetzt. Spaß mit Autoscrollern. Man hat hier aber auch ein Momentum, ey. Natürlich, wären es nur noch 2 Meter bis zum Checkpoint gewesen. Wider Gates. Diese ganzen Münzen in den Eisblöcken lachen mich so an. Ich habe vergessen, mich festzuhalten. Weil ich eigentlich schon damit gerechnet habe, dass ich den Blooper gar nicht mehr treffe. Aber da habe ich zu früh aufgegeben. Innerlich. Hoppa! Das ist aber auch knapp, du! So. Da sind Schalter. Da kommen wir bestimmt noch mal hin später. Wie kommt man denn an die Münze ran? Auf dem Rückweg. Okay. Richtig knapp. Das ist so clever gemacht. Und jetzt respawnt hier sogar noch. Ich war mir für einen Moment nicht sicher, ob ich oben oder unten lang muss. Oh, ist das gut. Oh, das ist so clever, Mann.
Es ist wirklich, ne, ich hab's bei den, bei den vergangenen YMMs auch immer gesagt, solche Gimmicks zu machen und ja, was Verrücktes und es dann trotzdem super spaßig hinzukriegen. Das ist Kunst. Wow. Hier geht's einmal im Kreis. Mir fehlen noch zwei rote Münzen. Da unten wäre sie gewesen. Na toll. Jetzt muss ich mich ja fast schon umbringen. Joink. Ich wünschte nur, Nintendo hätte es auch ähnlich spaßig hinbekommen, die Wolke zu steuern. Das wäre doch mal was gewesen. Gacha. Okay. Das ist gar nicht so easy. Das ist ein kontrollierter Sprung. Aha. So, die Schalter sind wohl für den Rückweg wieder. Der hier beginnt. Einmal den Rückwärtsgang einlegen. Oh, oh, oh! Ich wusste nicht, ob es nochmal zurückgeht. Come on. Okay, bisschen früh, aber trotzdem funktioniert. Das ist halt echt witzig, ne? Eigentlich sollte es nicht schwer sein, die Sachen zu treffen. Aber es ist schwieriger, sie zu treffen, als wenn man sich einfach frei bewegen könnte. Aber ich habe alle roten Münzen. Juhu! Dafür gibt's einen fetten Ballon in einer Clownskutsche. Mit einer 7 drauf. Sieht ein bisschen aus wie Amogus. Wie kommt man denn da hinten ran an die 50er-Coin? Nur für den Fall, dass man die unbedingt haben will. Muss es noch einen unsichtbaren Block geben, oder? Kann doch nicht einfach so da rumhängen, ja. Uneinsammelbare Münzen sind ein No-Go. Ein Affront gegen Level-Design. Philosophie. Ah, schade. Das war ein cooles Level auch. Wow. Mit Heavy Load haben wir unser dieswöchiges Precision-Level, glaube ich. Die alte Mine ist nicht mehr in Betrieb. Seit Jahrzehnten und die hat eine super coole Ästhetik, wie ich finde. Aber wir schauen uns das an. Gemeinsam. Heppa. Denn, wo sind sie denn? Sie sind noch gar nicht da. Oh, Zehenpower, ey. Zehenpower. Da oben ist eine Münze. Hoffentlich sind die nicht mega fies zu kriegen. Oh. So eine Piranha-Hitbox kann einen ja schon mal richtig reinlegen. Aha. Hier. Ist das eine Idee, wie das aussieht, ne? Diese Plattform. Und dann noch mit den Schienen dazu. Das sieht einfach so genial aus. Kriege ich das getimed? Holy moly. Okay. Mhm. Ich glaube, ich lasse das absichtlich da runtergehen. Weil das macht den Sprung dann einfacher. Jaha. Da drüben ist ein Checkpoint. Das sehen wir immer gerne. Präzision. Ich will ja nur nicht wieder da von der Kante fallen, so dumm. Ist das von hier aus klug oder mache ich das lieber von unten? Ich mache das lieber von unten. Da kann ich nämlich wenigstens so hoch springen, wie ich will. Mhm. Das ist zu schwer, da komme ich nicht ran. Vielleicht von der Seite. Und das ohne reinzufallen? Das ist auch gar nicht so selbstverständlich. Ich werde mir den Kopf anhauen. Ja, war doch klar. Was ist das denn für ein Sprung? Ich brauche mehr Anlauf. Dann klappt es auch mit den Nachbarn. Das ist mal ein cleverer Einsatz vom Momentum, von der Plattform. Sonst würde der Sprung nämlich niemals funktionieren. Was ist das da oben jetzt eigentlich? Kommt man da ran? Nein? Ich habe irgendwie das Gefühl, das war nicht für mich gedacht. Puh. Die Präzision nimmt zu. Hui. Mhm. Vielleicht hätte ich da auch hochgekonnt. Es ist Nacht und damit rutschig. Das hätte es jetzt ja irgendwie überhaupt nicht gebraucht. Guck mal, da oben ist ein geheimer Weg. Stimmt, hätte ich schon irgendwo abbiegen können. Nicht hier, obwohl es danach aussieht. Boah, ey, dieses Eis.
Katastrophe. Ist doch ein bisschen schade, ne, dass man am Rand von diesen Plattformen nicht stehen kann, aber das war schon immer so. So, bevor sich das überhaupt dahin... Moment, das ist ja eine feste Plattform. Gar keine semisolide. Ich wollte die Röhre da unten ausprobieren. Wirklich. Wirklich. Das war knapp. So, jetzt wäre ich dir wirklich dankbar. Weil es ist ja auch schon komisch genug, dass man hier nicht rutschen kann. Und man läuft genauso langsam an, als wäre das Ding gerade. Ja, das ist gar keine Schräge. Vom Spiel aus gesehen. Okay, die hätten wir auch. Aber das bedeutet erstmal gar nichts. Tschüss. Warum will ich die Münzen einsammeln? Gibt es dafür einen Grund? Tatsache. Immer schön den Schwung mitnehmen. Da. Hier ist so viel los und da unten hat er die letzte Münze versteckt. Ach nee, ist gar nicht die letzte. Zählen sollte man können und vor allem Augen aufmachen. Aber die ist gratis, wie sie es gehört. Damit es keinen Key-Death gibt. Vielleicht komme ich ja jetzt auf magische Weise auf diese... Geheimpfade? Nein? Doch, ich glaube, man muss den Sprung hier schaffen. Oder ist das überhaupt machbar? Das wäre die ultimative Prüfung. Aber wegen dem Eis ist das total... Vielleicht geht's auch hinten rum. Warte mal. Kann doch nicht sein, dass er mich hier jetzt zum Affen macht. Ich meine nicht, dass der Block jetzt super wichtig wäre. Die Ballons habe ich ja gefunden. Das ist alles, was ich will. Ich weiß nicht, ob man das schaffen kann. Man müsste irgendwie vom letzten Pixel dieses Eisblock... Nee, das kann man... Keine Ahnung. Vielleicht. Aber ist mir der Block da oben das... Oder? Sieht überhaupt nicht danach aus, als könnte man das schaffen. Naja, dann belassen wir es eben dabei. Bone Base Breach von Terimas. Die Fischknochen haben unsere Pilze gestohlen. Schleich dich in ihre Basis. Und bring sie alle um. Die Pilze. Weil die Fischknochen sind ja schon tot. Wird keinen Sinn machen. Badadadam, badam, badam. Mhm. Dafür. Oh! Haha. Prinzip verstanden. Das heißt aber. Ist das der Radius, wo sie einen sehen können? Wahrscheinlich, ne? Aber das ist schwierig abzuschätzen. Obwohl, nein, das ist ja hier eingezeichnet. Lel. Okay, dann gehen wir einfach mal an ihnen vorbei, wenn sie nicht gucken. Das war knapp. Das ist... Wow. Ich habe das noch nie gesehen. In dieser Art und Weise. Diese Fischknochen sind ja normalerweise total... Nervig einfach nur. Ja, man kann mit denen überhaupt nichts anstellen, dachte ich immer. Außer die einfach mal random zu platzieren. Mhm. Und da... Yike! Und dass natürlich der Blickradius eingezeichnet ist. Ja, ist klar. Das ist so eine gute Idee. Weil dadurch verhindert man, dass das hier frustig wird. So, Fischi. Machen wir es nochmal. Was natürlich extra gemein ist, ist die verminderte Gravitation. Weil dadurch ist man viel langsamer, als man eigentlich sein könnte. Aber das gehört wohl irgendwie dazu. Schafft man das? Nö, keine Chance. Du musst erst den Block, dann nochmal raus und dann dahin. Anders sehe ich da keine Möglichkeit. Wenn das überhaupt reicht. Ich glaube, ich muss den Block aktivieren, kurz bevor der umdreht. Und nur dann habe ich da eine Chance. Yep. Coolio. Das Schlimme ist das langsame Fallen in diesem Spielstil. Das ist ein sehr großer Bereich, wo der mich sehen kann. Muss ich nochmal kurz unter... Really? Das würde ich gerne nochmal im Replay sehen. Also, wie der mich jetzt da entdeckt hat... Kann ich mir nicht wirklich erklären. Hat überhaupt nicht hingeguckt. Das war gelogen. Ah, ich dachte schon, ich muss alles nochmal machen, aber... Er ist nett. Er ist nett. So.
Tschüss. Ich glaube, die sehen einen, wenn man sich unter ihnen befindet. Ne? Man muss nicht. Die haben nicht so einen Kegel vor sich, sondern. Oder wenn es ein Kegel ist, dann ist der ziemlich fett. Sieht man ja auch an diesen Markierungen. So. Nächster Raum. Ich möchte nicht entdeckt werden. Brauch aber wohl irgendwo ein Power-Up. Bam, badadam, bam, bam. Fetter Pfeil. Aha. Der Pilz geht auf die magische Reise. Und klemmt jetzt da unten fest. Das heißt, ich muss den Donutblock runterlassen. Genial. Ja, dann mal her damit. Aber ich darf mich, upsa, nach wie vor nicht entdecken lassen. Ha! Sehr, sehr einzigartiges Level. Das sticht auf jeden Fall heraus. Aber welches tut das nicht? Hier gibt's Belohnung. Oh, ich Idiot. Ist das etwa... Hier wird man erkannt. Aber ich meine, an die Röhre wäre ich sowieso nicht reingekommen. Hi. Oh, stimmt. In diesem Spielstil wird man super schnell mit dem Ballon. Da muss ich aufpassen. Da kennt man quasi keine Grenzen. Jetzt kommt die Röhre ins Spiel. Hat sie also doch noch was zu bedeuten. Und weiter geht's. Dang, seht ihr das? Wow, das ist so krass. Und das Abbremsen und Kurven nehmen wird dadurch nicht einfacher. Sehen die mehr, die Geflügelten? Bonk. So, einmal noch. An der wütenden Clownskutsche vorbei. Gischer. Und da ist sie auf einmal nicht mehr wütend. Ha. Das aktivieren wir mal. War vielleicht ein bisschen zu früh. Schlechter Zeitpunkt. Uff. Aha. Ach so. Nee, warte. Hä? Wofür ist denn das Zeug? Wahrscheinlich nur, um einen den Weg zu versperren. Aber hat mich für einen Moment irritiert. Dass ich damit gar nichts machen muss. Hier hat's unterbrochene Schienen. Bedeutet das, dass man mich da nicht sehen kann? Sieht irgendwie kompliziert aus. Aha. Der Fisch ist eingesperrt. Mhm. Wir sind ganz nah dran. Oh, nein! Ich... Niemals! Okay. Gott, diese Steuerung, ey. Ich darf nicht so viel Gas geben. Wie immer, vorsichtige, kontrollierte Fürze. Kann ich den jetzt etwa umbringen? Oder zumindest verschieben, das ist gut genug. Mhm. Ich glaube, wir haben es geschafft. Wenn jetzt nicht noch der Alarm ausgelöst wird, habe ich Hoffnungen. Gerade so. Clownskutsche, wo willst du denn hin? Ist das ein schöner Ort für dich? Fühlst du dich da wohl? Ich will das diesmal auslösen. Und als hätte ich es predicted. Hier ist tatsächlich Amogus. Oder? Nee, das war es offensichtlich nicht. Was muss ich denn dann machen? Das frage ich mich gerade. Weil die Möglichkeiten sind relativ eingeschränkt. Ach so! Na gut, das ergibt natürlich Sinn. Ich hätte nicht gedacht, dass die ein Gewicht hat, weil sie ja fliegt. Das geschieht dir recht. Ein paar Mal den riesigen Schädel anstoßen, dann ist er vielleicht nicht mehr so fett. Was machen wir hier? Wir kontrollieren erneut die Clownskutsche. Dann will ich mal ganz da oben hin. Dann muss ich die erst da rausbuxieren? Nee, das kann man nicht schaffen. Zu wenig Zeit. Insgesamt. Es wird eng. Oh, wieso bin ich so? Nein! Diese Fettigkeit! Jetzt sind sie im perfekten Rhythmus, dass ich da nicht durchkomme. Muss beide nochmal anhalten lassen. Okay. Geht mich geschlagen. Nee, die Clownskutsche muss erst aus dieser Position raus. Ja, und jetzt nicht wieder reingehen. Das kann sie gar nicht, ne?
in zwei Blockbreite Situationen. Oh, heiliges, bleib doch jetzt einfach mal da, Toadette. Ich schaff's sowieso nicht, ich habe nur noch 10 Sekunden. Was streng ich mich eigentlich überhaupt an? Zumindest der Weg ist frei. Wenn ich jetzt nicht noch 50.000 Mal angeeckt werde, dann... nee, ich mache mir da jetzt keinen Stress. Ich halte das nicht aus, nervlich. Dieses Anecken ist, als würde mir jedes Mal jemand einen Dolch in den Rücken rammen. Please. No! Jesus. Ich will nicht lügen, ich bin... sehr froh, wenn ich hier draußen bin. Ich weiß nicht, warum er jetzt für diesen zweiten Teil diese Schwerelosigkeit nehmen musste. Das ist das Schlimmste, ey. Ich verreck hier gleich innerlich. Okay. Aber das Level ist trotzdem mega cool. Das lässt sich natürlich nicht bestreiten. Es ist nur gleichzeitig unfassbar nervig. So, einmal... ja, man muss hier echt vorsichtig sein, ne? Sobald man diese Markierung auch nur touchiert, sieht er einen. Obwohl ja eigentlich die Hitbox von Ballon Toadette gar nicht so groß ist. Das ist der Witz daran. Weiß nur nicht, ob ich drüber lachen kann. Ja, komm. Ich dachte halt, der dreht um. Ich wusste nicht, dass er da mit 80% seiner Körpermasse in die Schräge reinfährt, bevor er umdreht. Macht ja auch Sinn. Zumindest in diesem Universum. So, Bossmusik zum dritten. Diesmal gucke ich mir aber genau an. So, Clownskutsche, die epische Reise beginnt mit 2 km/h. Okay, er beschleunigt es ein bisschen mit den Spikes. Ah! Seht ihr, Toadette ist ja eigentlich gar nicht so fett. Sie sieht nur so aus. Ja gut, da hätte ich jetzt halt gerne was gesehen. Das nehme ich jetzt nicht auf meine Kappe. Mhm. Ah, diesmal weiß ich ja, was da oben auf mich wartet. Zumindest ein bisschen. Ich darf nicht mit Vollgas dahin. Jetzt zwingt er mich noch 3 oder 4 Mal von oben nach unten zu gehen. Das ist sehr sadistisch, muss ich sagen. Nein, bitte nicht abprallen. Ich bin zu früh wieder hoch. Ich bin zu früh wieder hoch. La 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 la. So, Hammers. Schön für dich, Clownskutsche. Wir sind doch alle Freunde hier. Einmal noch. Bingo. Ich hab's geschafft, aber ich habe den Ballon nicht gefunden. Oder kann man hier das als Ballon durchgehen lassen? Wo könnte der denn schon wieder versteckt sein? Ich meine, das Level war sehr, sehr geradlinig. Aua. Nee, ich befürchte, das sieht nicht wirklich nach Ballon aus. Weiß nicht, ob ich mich nochmal umgucken soll. Weil das ist ein sehr, sehr langes Level und es könnte überall sein. Ich glaube, ich verlasse mich da einfach mal wieder auf euch. Habe ich nur 2 Ballons gefunden dieses Mal. Aber dafür hat man ja eine Community, nicht wahr? Vielen Dank fürs Zuschauen und die nächsten 4 Level gibt es dann im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.